aufsitzen und mir nach. Wir haben noch viel vor. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass er sich den Schwächsten von uns holt. Mit dem Mord an Rodris Bruder hast du eine blutige Wunde aufgerissen. Alles, was sich lohnt, kostet seinen Preis in Blut. In Quertford sagtest du, Rodri habe dir die Narbe im Gesicht verpasst. Ist das eine erzählenswerte Geschichte? Erzählenswert vielleicht, erinnernswert auf jeden Fall. Vor Jahren war ich auf dem Rückweg von der westlichen Insel. Oh, die hatten vielleicht Krieger. Die haben mich ziemlich verdroschen. Ich war mürrisch. Ich wollte nur etwas Blut und Silber, mehr nicht. Und so segelte ich mit meinen Drängier die Küste von Kemry entlang und sah eine gute Anlegestelle in dichtem Nebel. Wir zogen die Schiffe an Land und hörten gleich einen Schrei von einem Hügel herab. Die verfluchten Britonen. Der Nebel lichtete sich. Da standen sie, in einer Reihe. Der breiteste von ihnen rief, ich bin Rodri, König dieser Lande. Das geht mir am Arsch vorbei, rief ich zurück. Ich nickte meinen Männern zu und wir stürmten mit unseren Äxten auf sie zu, ehe sie Luft holen konnten. Wir waren in der Überzahl, doch die Bretonen sind gerissen. Es war Marschland. Der Sumpf hielt unsere Stiefel fest und hinderte uns am Fortkommen. Rodri metzelte einen nach dem anderen nieder. Als er zu mir kam, hielt er mir die Klinge an den Kopf und verpasste mir nur diesen Kratzer. Er sagte, verlasse dieses Land und warne deine Leute. Erzähle allen, dass dieser Schnitt von König Rodri stammt. Leck mich, sagte ich. Rodri lachte und ließ mich gehen. Eine gute Geschichte, Ivar. Sohn von Ragnar, Königstöter. Eroberer von Englerland und der westlichen Insel. Deine Saga reicht für 10 Krieger. Das ist wahr. Die verschwitzte Schlange sitzt hinter dieser Mauer. Nur ein Drache kann ihn bezwingen. Am Arsch. Der wird noch einen kennenlernen. Gib deinen Leuten Bescheid. Wir können hier lagern und einen Überraschungsangriff aushecken. Ivars Männer verlieren keine Zeit. Sie sind versessen darauf, Rache zu nehmen. Seit du mich aus diesem Käfig befreit hast, will ich mich an den Bretonen rächen. Die Zeit ist reif. Ich bin bereit. Was in Lokis Namen hast du da gemacht? Ein Drachen beschworen, der mir hilft, Rodri zu erlegen. Was sagst du, Wolfsmal? Bist du bereit für den Krieg? Trommel alle zusammen, Ivar. Es geht los. Ein guter Tag zum Sterben. Das Tor scheint gut verteidigt zu sein. Meine Männer beladen einen Karren mit Kesseln voller Öl. Wir brennen uns durch dieses beschissene Tor. Zeig dich! Ich bin hier, knochenloser Ragnarsson. Warum kommt ihr mit einem Heer, wo wir gerade Frieden geschlossen haben? Verhöhne uns nicht, du Hurensohn! Du hast diesen Frieden mit Blut entehrt, als du Ceolbert ermordet hast! Rede so viel Unsinn, wie du willst! Wenn ihr Krieg wollt, gut. Unsere Verteidigung steht. Sieh in mein Gesicht, König Krähenfutter! Hier ist der Drache, der dich verschlingen wird.
Ich sehe einen verbrauchten alten Mann, der Schlange spielt. Genug geredet, Ivar. Bringt den Ölkarren und entzündet die Feuer! Wenn ich mit Rodri fertig bin, reiß ich ihm das Fett von den Schenkeln, um unser Brot zu braten. Holt den Karren, Leute! Wir stecken ihn direkt vor dem Tor in Brand. Los, kommt! Bringt den Wagen ans Tor! Die Soldaten wollen den Karren aufhalten! Ich wünsche die Entdeckung! Schauen mit Rodrigs Blut! Tor verleiht mir Kraft. Das war gerissen. Geöffnet.
Hier entlang. Ordentlich! Dein Drache ist gekommen! Er versteckt sich hinter dieser. Weiß nicht, er gehört mir. Schlag das ein. Ivar, der Knochenlose. Gibst einen jämmerlichen Drachen ab. Die morsche Eiche ist gefällt. Er ist nicht tot. Nein, ich habe noch etwas vor. Ein Spektakel, schon vergessen? Der ist doch nur noch ein trauriges Stück Fleisch. Töte ihn, dann ist es vorbei. Oh nein, das wird gut. Ich habe etwas ganz Besonderes im Sinn. Einen Ort und eine Methode. Komm! Noch nicht. Ich komme wieder, wenn ich bereit bin. So sei es. Wir warten gerne. Nicht wahr, Rodri, alter Freund? Sie wurde wohl verriegelt.
Leder! Bist du ja. Bringen wir König Rodri an einen Ort, der ihm den Atem raubt. Gut. Bringen wir das hinter uns. Schmeiß den Schmalzbrocken auf dein Pferd und wir reiten los. Sieh zu, dass er nicht stirbt. Eivor, vergiss nicht den Klumpen gammliges Fleisch, das sich Rodri nennt. Wo reiten wir hin? Beim Kundschaften habe ich eine Aussicht gefunden, die eines Königs Todes würdig ist. Es braucht kein Spektakel, Ivar. Lass den Mann würdevoll sterben. Würdevoll? Nein, nein, nein. Sein Tod soll ein Schauspiel sein. Vielen Dank. Bist du hingelaufen? Hier drüben! Normalerweise spiele ich den Unhöflichen. Wie geht es dem lieben König? Bleib bloß bei uns. Du darfst nicht verpassen, was dir bevorsteht. König Ähler, König Osbrücht, König Edmund und jetzt töte ich König Rodri. Wer kann sonst eine solche Siegessträhne verzeichnen? Töte mich. Ich werde mich in diese Fehde nicht einmischen. Diese Aussicht kommt Valhall gleich. Ist er noch am Leben? Kaum. Rodri! Hörst du mich? Jahrelang trug ich diese Narbe mit Scham. Von einem Bretonen verletzt und dann verschont. Ich versuchte sie zu verstecken mit einem Bart, einem Rock. Doch als dein Ruhm wuchs, wuchs auch mein Stolz. Ein König gab mir diese Narbe. Was sagst du dazu, Rodri? Hä? Sprich, du stinkender Bottich ranzigen Talgs. Normalerweise spiele ich den Unhöflichen. Schaff ihn da hoch, auf die Spitze, und halt ihn am Leben. Bring es zu Ende, Ivar.
Jetzt kommt der Drache und bereitet sich sein liebstes Mahl zu. Den Blutaar. Eva, wird das... Die Geburt eines Blutaars ist ein ehrwürdiger Anblick, mein Freund. Erst schneide ich dich entlang der Wirbelsäule. Blutaar bedeutet Iva überhaupt nichts. Er tut das nur, weil er andere gerne leiden sieht. Jetzt ziehe ich das Fleisch ab. Jeder Brauch überdauert seine wahre Bedeutung. Bald weiß niemand mehr, warum dieser Mann starb. Aber wie er starb, ist ein Lied für die Ewigkeit. Zeit verwischt die Grenze zwischen Gut und Böse. Aber Ruhm ist unvergänglich. In dieser Tat liegt nichts Ruhmreiches. Das Leben ist nicht schön. Es ist ein blutiger Kampf. Die Lunge tritt hervor und wir breiten sie aus wie Flügel. Ganz Mercia kann ihn jetzt sehen. Ich hab genug davon. Wir sind noch nicht fertig. Diese Saga, die wir zusammen geschrieben haben, braucht ein Ende. Hier und jetzt. Es ist vorbei, Iva. Ich bin fertig mit diesem Ort. Ein Kampf auf den Tod. Nur du und ich. Wenn ich gewinne, bin ich der größte Wikinger, der je gelebt hat. Wenn nicht... Hast du eine große Geschichte zu erzählen? Du bist schlachttrunken, Iva. Leb wohl. Armer Cheolbert. Er hat kaum etwas gesagt. Wann? Ich stieß ihm den Drachendolch ins Herz. Nein. Nur ein kurzes, leises Wimmern. Dann nichts mehr. Du krankes Stück Scheiße! Was ein Mann nicht alles tut. Man muss Prüfungen bestehen, Freunde verraten, nur um sein Schicksal zu erfüllen. Um immer wieder der Königstöter zu sein. Verräter! Cheolbert war... Wie ein Sohn für mich, ja, ja! Also kämpfe, Wolfsmal, bis zum glorreichen Tod! Was für ein Leben, Eivor! Ein Kampf... Sinn für Wagnisse. Als ich Goriath erschlug, hast du gezaubert. Bei unerwarteter Gewalt verkriechst du dich. Blute wie Cheolbert. Blute wie Cheolbert. Sehr schlau bist du nicht. Ich muss dich etwas fragen. Sprich, sonst schneide ich dir die Zunge raus. Wirst du deinen Vater in Valhall sehen, Wolfsmal? Oder ist das feige Aas in Helheim und weint eisige Tränen? Wieder erwischt! Blute wie Cheolbert. Ah.
fühle mich schon stärker. Der Tod so nah. So kalt, mein Herz. Wo sind die geflügelten Malben? Meine Axt, Eivor. Gib mir meine Waffe. Eivor, gib sie her. Nach Helheim mit dir. Eivor. Bringt seine Überreste nach Quadford. Wir verabschieden ihn dort. Und schickt einen Boten zu Ober. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist. Eivor, sei gegrüßt. Wieder trübt ein dunkler Tag unseren Sieg. Bischof. Ober. Er starb durch die Hand eines Britonen. Ich kann nur ahnen, welche Schande mein Bruder in seiner letzten Stunde gespürt haben muss. Ohne diesen Frieden... Ich erschlug ihn. Du? Nachdem Frieden geschlossen wurde, hat Ivar Ceolbert ermordet und es Rodri angehängt, um sich an ihm zu rächen. Und woher weißt du das alles? Er hat es mir selbst gesagt. Ich bin ein großer Freund der Wahrheit, Eivor. Aber das... Es ist schwer, das zu hören. Ist er gut gestorben? Er starb als Kämpfer, in all seinem Ruhm. Also so, wie er wollte. Ohne Ivar können nun endlich Ruhe und Frieden einkehren. Immerhin etwas. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich ihn in Walhall wiedersehe. Mit der Axt in der Hand. So oder so. Er lebte nach seinen eigenen Regeln. Welcher Mann kann mehr behaupten? Er war ein Mann der Widersprüche. Er hat mich oft überrascht und in Erstaunen versetzt. Doch nicht alle Männer leben, um verstanden zu werden. Wir müssen ihn gebührend verabschieden. Ich bereite ein Schiff für seine Verbrennung vor. Bischof, schick eine Nachricht an Königin Angharad, dass ihr Mann durch Verrat starb und Ivar den Preis dafür bezahlt hat. Sobald ich dazu komme. Haben wir von König Ceolwulf gehört? Seine Trauer muss grenzenlos sein. Es hat ihn erschüttert. Und doch macht er neue Pläne für diesen Schier. Ich soll Alderman werden. Somit erklärt sich Schrobeschier zu deinem Freund und Verbündeten. Und wird es bis ans Ende meiner Tage bleiben. Ich danke dir, Bischof. Gott sei mit dir, Eivor.
wo immer du auch bist. Schroffer Stifter von Schlachtgesängen. Auf loderndem Wellenrost segelt er, Knochenlose dem besungenen Ruhm entgegen. Wind weht über das Wasser. Die Schwingen der Schildkröten schlagen, um einen König zu Odins Totenhalle zu bringen. Ivar fort. Schrobeschir verbündet. Ich sollte mich mit Randvi beraten. Wir haben ein Bündnis mit Schrobeschir. Allerdings war der Preis dafür hoch. Der junge Cheolbert wurde getötet. Ja, ich hörte von meinen Spähern. Solch ein tragischer Tod für zweifelhaften Nutzen. Ich hoffe, du ließ seine Mörder bezahlen. Das Recht obsiegte. Man wird sich Cheolberts erinnern. Ich schätzte seine Gesellschaft in unserer kurzen gemeinsamen Zeit. Wahrlich.